Wir stellen Ihnen hier unseren Dammantrag DT2800 vor mit einem Raupenlaufwerk, eine Neuheit aus dem Jahre 2021. Die Raupenlaufwerke kommen von der Firma Poluzzi und sind mit Gumatec Laufwerken ausgestattet, haben eine Breite von 400 mm und damit eine Aufstandsfläche von 0,8 Quadratmetern pro Raupenlaufwerk. Die Besonderheit bei diesem Fahrzeug ist, dass hier zwischen Kette und oder zwischen Raupenlaufwerk und Rad gewechselt werden kann, was in einer Zeit von ca. 2 Stunden zu realisieren ist. Bei dem Radantrieb haben wir dann ein zulässiges Gesamtgewicht von 18 Tonnen und 40 km/h Endgeschwindigkeit, während wir bei dem Raupenlaufwerk ein zulässiges Gesamtgewicht von 22 Tonnen und 25 km/h Endgeschwindigkeit haben. Mein Name ist Thies Burmeister. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schleswig-Holstein bei Bad Segeberg mit Schwerpunkt Kartoffelanbau. Wir haben uns für diese Maschine entschieden, weil sie einmal das PWM-System hat, was uns natürlich extreme Vorteile bringt hinsichtlich Rückstandsuntersuchungen, gleichmäßigere Bestandesführung. Das Fahrzeug hat ein Kettenlaufwerk, das uns jederzeit auch auf schwierigen Böden erlaubt, dass wir dort rechtzeitig und immer den Boden befahren können. Und sind mit diesem Laufwerk so zufrieden, so wie wir uns das erhofft haben, so ist es auch eingetreten. Konnten wir jetzt nach den Starkregenereignissen auch ausprobieren und hat alle Erwartungen übertroffen. So, wir hatten vorher eine 6000 Liter Anhängespritze mit einer Lenkdeichsel, GPS unterstützt, und hätten bei solchen Starkregenereignissen nicht fahren können. So, deswegen haben wir uns jetzt für einen Truck entschieden, um halt immer reagieren zu können. Und mit dem Raupenlaufwerk, ich habe es auch vor Jahren schon mal in der Fachzeitschrift gesehen, dass eine Spritze mit Raupenlaufwerk in Chile lief. Und da dachte ich, das ist genau das, was wir hier brauchen. Wir leben hier landschaftlich sehr schön, aber ackerbaulich doch schwierig. Und es ist so geplant, dass wir im Herbst, im Spätherbst, die Ketten raufziehen und im Spätfrühjahr das Umrüsten wieder auf Rädern.